Hallo bei euremehl.com. Ich möchte mit euch einen Kartoffelsalat vorbereiten. Wir brauchen für diesen Salat einmal gekochte, geschälte, festkochende Kartoffeln. Dann brauchen wir für die Marinade Zucker. Wir brauchen etwas Gemüsefond. Wer den nicht zur Verfügung hat, kann auch Wasser nehmen. Wir brauchen Pflanzenöl, wir brauchen Pfeffer, wir brauchen Salz dafür, wir brauchen klarerweise Essig. Dann kommen noch geschnittene Zwiebeln in unseren Salat und ganz zum Schluss kommt noch geschnittener Schnittlauch als Dekor darüber. Zuerst einmal bereiten wir unsere Salatmarinade zu. Nicht erschrecken, wir nehmen schon relativ viel Gewürze, da die Kartoffel sehr, sehr viel Gewürz aufnimmt. Ich habe sie zwar in einem schön gewürzten Wasser mit Salz, Pfeffer und etwas Essig abgeschmeckt gekocht, aber trotzdem schmeckt eine Kartoffel, ein Erdäpfel relativ neutral. Und zuerst einmal geben wir 2 Löffel Zucker hinein und dann geben wir einen Löffel Salz dazu. Dann brauchen wir noch Pfeffer. Und dann nehmen wir ca. einen Kaffeelöffel voll. Wir geben Essig dazu. Gießen das Ganze jetzt mit unserer Gemüsebrühe auf. Dann kommt noch unser Senf dazu und dann rühren wir das gut, damit sich Salz, Zucker, alles recht schön auflöst. Schmeckt die Marinade auf alle Fälle ab. Sie soll sehr kräftig schmecken, aber sie soll eben auch nach eurem Geschmack sein. Und jetzt schneiden wir in diese Marinade die abgekühlten, aber nicht völlig kalten Erdäpfel hinein, Kartoffel hinein. Würde man heiße Erdäpfel nehmen, dann würden sie doch eher zerfallen. Genau dasselbe passiert, wenn ihr mehlig kochende Kartoffeln für einen Salat verwendet. Dann würde das auch zerfallen. Den Geschmack beeinflusst es nicht so sehr, aber das Endergebnis schaut dann nicht so besonders schön aus, weil wir wollen ja schöne, glatte Scheiben für unseren Salat haben. Und schaut, sie sollen nicht zu dick sein. Die sollen sich ja dann mit der Marinade noch ansaugen. Also schöne, mundgerechte Scheiben schneiden.